Hey Leute, ich habe mir mal Solarzellen versucht selber zu bauen. Ich habe zuerst die Solarzellen hier verlötet, vorne und hinten. Also hier von vorne, dann Draht nach. Also hier von hinten, dann Draht nach vorn und so weiter. Hab 11 Zellen in Reihe gemacht. Hab dann die Sachen da mit Heißkleber ans Papier geklebt. Dann habe ich das Ganze mit Klarlack lackiert und hab's nach draußen gelegt. Das Problem ist, ich habe mit dem Wind nicht gerechnet. Die Reihe hier, die sieht ja noch ganz gut aus. Aber die Reihe hier, das ist zerbrochen. Und bei der hier schaut es ganz schlimm aus. Das ist ja, das sind mehrere zerbrochen. Die ist zerbrochen, die ist zerbrochen. Dann ist die zerbrochen. Hier kann man es gut sehen. Dann ist die hier zerbrochen. Dann ist die hier zerbrochen. Es ist doof, wenn die Zellen zerbrechen. Die Reihe hier ist noch heil. Dann habe ich noch ein Panel gebaut. Insgesamt habe ich 3 Panel gebaut. Und von allen 3 Panels sind mir Solarzellen gebrochen. Wohl durch den Wind dann gebrochen. Und das ist echt doof. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich die repariere. Ich glaube, ich muss die wieder auseinander machen. Und ich muss mir irgendwas anderes überlegen, wenn ich selber Solarpanels baue. Ich habe aber jetzt mal ein fertiges, flexibles Solarpanel bestellt. Bin mal gespannt, wie das ist. So, die Musik. Jetzt, wenn ich den da... Ich bin jetzt neben der ZF, wenn ich ihn auf die ZF-Frequenz einstelle, dann fängt die ZF an zu schwingen. Man hört ihn nicht mehr. Wenn ich weiter drehe, hört sie auf zu schwingen. Also, wenn der Filter ideal eingestellt ist, schwingt die ZF und man hört fast gar nichts mehr. Da schwingt die ZF-Frequenz. Genau, da schwingt die ZF-Frequenz. Sobald ich gleich daneben bin, gar nichts mehr. Das Radio mit zwei Akkus funktioniert das nicht so wirklich. Daher habe ich ihm mit Labonetzteil jetzt 3 Volt gegeben. So ist der Filter aber daneben. Also, da ist der Filter daneben. Und da schwingt es nicht mehr. Jetzt vermute ich entweder, dass der ZF-Transistor zu sehr verstärkt oder der ZF-Transistor zu sehr verstärkt, sodass es durch irgendwas schwingt. Ja, jetzt können wir nur die Verstärkung reduzieren von dem oder schauen, ob es nicht vielleicht an der AGC liegt. Die ist aber dran. Die geht über den Kondensator und den, ich glaube, R5, den müssten, R5 ist ein 18 Kiloohm Widerstand, glaube ich. Nee, der versorgt den Transistor, glaube ich, nur an der, versorgt ihn an der Basis. Also irgendwie muss ich die ZF-Verstärkung reduzieren, sodass der mir, wenn ich das Filter ideal einstelle, nicht mehr schwimmt. So geht's ja. So geht es sogar ziemlich gut, und sobald ich dann den genau auf die 55 kHz drehe, schwingt er. Drehe ich ihn wieder daneben, hört er auf zu schwingen. Das ist ein Riesenproblem bei dem Radio. Ich habe einen Riesenplan, aber auch von dem Radio. Hat Stefan mir noch mitgeschickt. Das wäre das Radio. Hier haben wir dann den ersten Transistor, den Lokaloszillator und den ersten Mischer. Hier den Drehkondensator, die Fret-Antenne, dann Lokaloszillator und erster Mischer. Der ist okay, der schwingt auch. Dann geht es weiter hier. Erster ZF-Filter, da. Also ist quasi, das gehört noch zum Lokaloszillator und zum ersten Mischer, das Ganze. Dann haben wir hier den ZF-Verstärker. Dann nimmt der erste ZF-Filter und dann kommt der erste ZF-Verstärker. Hier kommt der erste ZF-Verstärker. Der wird hier rückgekoppelt vom Ausgang von der Demodulatorschaltung. Das ist noch ein Widerstand auf Minus. Ne, das ist der Lautstärkeport. Der geht hinter über den 10 Kiloohm Widerstand auf den Eingang wieder. Hier haben wir einen 18 Kiloohm auf Plus und einen 10 μF auf Minus. Ich muss mal schauen, wenn die Lautstärke, wenn das Signal stärker wird, was für eine Spannung habe ich dann da an dem Punkt? Oder was für eine Spannung, obwohl es eher ein Strom, der an die Basis geht? Oder was habe ich vor dem R9, vor dem 10 Kiloohm Widerstand, was habe ich da für eine Spannung? Da mal die Spannung messen davor. Danach geht es erst dann auf den
Alco wird stabilisiert und auf den Transistor. Wir haben mit dem ersten ZF-Verstärker, also ein ZF-Filter, ZF-Verstärker, dann ein Keramikfilter, dann noch einen Verstärker und hier das zweite ZF-Filter und die Modulation. Eigentlich ist es dann das dritte ZF-Filter, weil ja, das hier ist auf 455 kHz eingestellt und das hier auf die Lokaloszillatorfrequenz. Also der Filter, Lokaloszillator, der Filter, ZF-Filter 1, dann der bei ZF-Filter 2 und es wird ZF-Filter 3 mit Demodulation. Die Diode demoduliert das und das NF wird dann weiter versteckt hier von dem Verstärker IC. Ja, und ich glaube, man sollte normale Batterien nehmen bei dem, weil mit Akkus verzerrt das Audio irgendwie. Wobei insgesamt gefällt mir das nicht ganz so. Es ist zwar super dokumentiert, aber warum schwenkt der ZF-Verstärker hier? So funktioniert es ja. Dann hier rastet er ein. Der ZF-Verstärker schwingt. Und hier hört er schlagartig wieder auf. Da hört er schlagartig wieder auf zum Schwingen. So, und warum schwenkt der? Ich muss dann mal den Widerstand suchen und dann mal die Spannung messen. Den Widerstand von der ZF-Regelung, wo der Transistor hier geregelt wird. Der da muss ich mal messen, ob ich dann Unterschied habe zwischen hier und hier. Also zwischen, wo er nicht schwingt und wo er schwingt. So, jetzt habe ich verschieben. Wo ist der empfindlichsten? Hier wieder schwächer, hier wieder schwächer, hier stärker, hier wieder schwächer. Man kann das auch mit Stellungen einstellen, so. So ist es am stärksten, glaube ich. Das heißt, den müsste ich so mal festkleben dann. Da wird schwächer, stärker, schwächer. Also den mal so. Der muss so jetzt hier, müsste der festgemacht werden. Und dann müsste es auf der unteren Frequenz stimmen. Dann schau mal, ob wir andere Sender empfangen. Wir empfangen andere Sender. So. Scheint zu funktionieren. Aber irgendwie ist ja hier ziemlich taub. Ich habe da fast keine Störungen empfange ich hier. Nur den konnte ich jetzt nicht exakt einstellen, da sonst die ZF schwingt. Der ist exakt auf 455 kHz eingestellt. Ich habe zwar auf 455 kHz gesendet, die Antenne darüber gelegt, den auf Maximum eingestellt und den konnte ich nicht auf Maximum einstellen. Den habe ich ein bisschen reingedreht, weil ansonsten die ZF-Frequenz schwingen würde. Dadurch hat er jetzt wohl nicht die maximalste Empfindlichkeit. Aber was will man machen, wenn die ZF-Frequenz schwingt? Scheinbar funktioniert der so. Ich probiere das jetzt mal anders. Ich mache jetzt mal das Labornetzteil ab und tue Batterien rein. Ich nehme mal Akkus. Akkus haben aber noch weniger Versorgung, noch weniger Spannung. Die haben jetzt in dem Fall 2,8 Volt, also die haben noch 1,4 Volt pro Akku. Die sind eigentlich ziemlich voll. Und, ups, funktionieren tut's.
Dann fange ich den Sender. Mal weiter schauen. Die Stille dazwischen ist doof. Ist die Modulationsdiode überhaupt mit Spannung vorgespannt oder so? Muss ich dann mal schauen. Seine Einstellung ist sehr heikel da. Und wenn der Sender schwächer wird, kratzt er nur noch rein. Wenn er stärker wird, geht's. Wenn er schwächer wird, kratzt er nur noch rein. Das ist ein Problem. Das ist die Kamera, die ich empfange. Also wenn der Sender schwächer wird, kratzt er nur noch rein. Ich nehme mal das Lexina-Radio hier. Das ist die Kamera. Aber ich glaube, das Lexina geht besser. Das hat nur 5 Transistoren. Hier ist es zwar leise, aber das rauscht auch dazwischen und ist nicht total still wie das andere. Und wenn ich da jetzt mal wieder ein Lied abspiele auf 530 kHz, gehe ich mal ganz nach unten. Das fängt bei 540 an. Mal schauen. Hat der Filter leicht verstellt, es schwimmt die ZDF nicht. Aber ich werde da wohl irgendwas noch machen müssen, dass der ZDF-Verstärker nicht schwimmt. Die Metallkappe, da war eine Metallkappe noch drauf, die habe ich mal runtergenommen. Das sind 2 Kondensatoren, ein Widerstand und die Demodulationsdiode, die ist zum Demodulieren. Ich will mal schauen, ob die irgendwie vorgespannt wird, die Diode, aber ich glaube fast nicht. Schauen wir mal planen. Die Diode zum Demodulieren. Das ist die hier. Wird die irgendwie vorgespannt? Die geht hier auf Minus. Die geht hier über Potti auf Minus. Naja, doch. Hier haben wir Plus über 18 Kiloohm. Da geht Plus drauf. Hier haben wir Plus. Auf der anderen Seite ist sie direkt. Da ist direkt auf Minus. Da ist Plus über 1,5 Kiloohm. Ich muss mal schauen, ob hier Plus ist. Also die wird vorgespannt. Da ist ja. Ne, da ist Minus. Da ist Minus, genau. Aber da geht über das Potti da 5 Kiloohm. Obwohl 18 Kiloohm auf 5 Kiloohm, da bleibt ja fast keine Spannung mehr übrig. Ich glaube, dass die Diode hier nicht vorgespannt ist, dass es daher vielleicht so schlecht ist. Ich schau mal, R5 ist aber 18 Kiloohm. Das habe ich schon nachgeschaut. Dann geht es hier noch über 1,5 Kiloohm. Ich glaube, die Diode ist zu wenig vorgespannt. Weil da sind, wie viel Spannung ist da? Geht das irgendwo? Das sind 1,71 Volt. Das sind 2,78 Volt. Also 2,8 Volt zahlen sich auf. Durch 18 Kiloohm. Ja, genau hier 18 Kiloohm, dann runter. 18 Kiloohm und 5 Kiloohm. 5 Kiloohm auf Minus, 15, 15. Da fällt hier dreimal so viel Spannung ab wie hier. Und wir brauchen hier 0,7 Volt, 7, 14, 21, 28, viermal so viel. Das könnte gerade so reichen. Ich muss mal schauen. Notfalls muss der
18 Kiloohm Widerstand hier ein bisschen verkleinert werden, der R5. Da steht auch irgendwas dran. Irgend so ein Zeichen. Ich glaube, den R5 musste man anpassen. Eventuell. Und den vielleicht ein bisschen kleiner machen, dass hier ein bisschen mehr Vorspannung ist, dass die Diode besser gleich richtet, damit es nicht ganz so kratzt. Aber ich sehe gerade, ich glaube, diese Diode hier zum Demodulieren ist falsch rum drin. Weil hier der Minuspol, der muss eigentlich über den Filter auf Minus, aber der Minuspol ist nicht auf Minus. Und wenn ich auf den Pluspol auf Minus messe, zeigt mir es um mit der 1,6 oben an. Das könnte der Widerstand von der Spule sein. Das heißt, ich muss die Diode auslöten, oben drin und wieder einlöten. Ich glaube, dass der Minuspol nicht nach links gehört, sondern nach rechts. Dass die Diode genau in die falsche Richtung vorgespannt wird. Das erklärt dann auch, warum das nicht funktioniert. Warum das so komisch reagiert. Ich löte die Diode mal aus und drehe die mal um. Ja, das war es. Es war die Diode. Ich bin jetzt da bitte auf 455 kHz. Jetzt leiser. Lauter, leiser. Lauter. Also etwas so. Und das hier. Wieder ein Sender. Es sind einfach zu viele Sender auf Mittelwelle. Ich will das Rauschen auf Maximum einstellen, weil die auf 55 kHz ist, dass ich die beiden möglichst gleich einstelle. Weil ich kann die nicht einstellen, leider. Und ich weiß nicht, was für eine Durchlasskurve die hat, wo die Maximum hat. Daher. Wieder ein Sender daneben. Aber ja, zwischen zwei Sender gehen. Da prasselt es am lautesten. Jetzt mal das schauen. Wo prasselt es am lautesten? Da prasselt es am lautesten. Ich glaube, es sind nicht genau 455 kHz, aber vielleicht auch Filtermitte von dem. Das ist ein Sender. Ich habe kein größeres Feld mit Rauschen. Ja, aber jetzt funktioniert die AGC auch, wie es scheint. Dass mir das nicht gleich aufgefallen ist, dass diese Diode falsch rum drin war zum Demodulieren. Weil dann geht ja die AGC auch nicht. Ja. Okay, ich würde sagen, ich stelle die Frequenzen nochmal ein, tue den Vorkreis nochmal abgleichen. ZF passt, soweit die beiden Filter passen. Also an eine Stelle stellen, wo kein Sender ist, unter den auf Maximum und den auf Maximum, dann dürften die beiden mit den ZF-Filter übereinstimmen, auch wenn er nicht genau 55 kHz hat. Jetzt mache ich die DS wieder an. 530 ist wohl eine Mittelwellenradiofrequenz. Aber jetzt funktioniert das Radio gut. Ich schraube jetzt mal die Platine wieder fest, die Kappe lasse ich mal weg. Weiß nicht, warum da eine Kappe über der Demodulationsdiode ist. Lassen wir die mal weg und schrauben mal die Platine ein.
Okay, danke Stefan, danke das Radio, weil jetzt funktioniert es. Ich bin jetzt auf 1600. Ich würde sagen, ich schraube es mal zu jetzt. Also es war nur die Diode, die falsch war. Mal zumachen hier. Da ist Schraube. Die Schraube dann da rein. Und zuschrauben. So, jetzt gucken wir mal. Da haben wir Lautstärke. Und hier Sendereinstellung. Corona, okay. Leute, passt auf euch auf wegen Corona. Dass ihr nicht krank werdet, bleibt lieber zu Hause. Okay, das war jetzt das Radio. Radioreparatur. Jetzt wollte ich noch kurz was erklären. Also, ich habe jetzt meinen Kopf. Ich habe den Fehler ja jetzt gefunden. Der Plan ist echt riesig. Der Fehler war, dass diese Diode hier falsch rum drin war. Und wenn die Diode hier falsch rum drin ist, dann tut der hier, da liefert er ja Plusspannung, also hier ist Minus. Und hier wird die Diode dann positiv leicht vorgespannt und liefert ja hier mehr positive Spannung. Je mehr positive Spannung da drauf ist, desto mehr positive Spannung geht in den da. Der verstärkt mehr und wenn die Diode richtig rum drin ist, warte mal, wenn der Diode richtig rum drin ist, liefert hier mehr positive, hier negative Spannung dagegen. Das heißt, die Wechselspannung da drin, die wird hier so gleichgerichtet, dass hier Minusspannung rauskommt, sodass das nach Minus gezogen wird. Und wenn das nach Minus gezogen wird, dann wird auch die Basis hier nach Minus gezogen. Der verstärkt weniger. Also je stärker das Signal da ist, desto weniger verstärken die ZF-Stufen. Und je schwächer das Signal, desto stärker verstärken die ZF-Stufen. Und wenn die Diode falsch rum drin ist, dann ist es umgekehrt. Dann liefert der, wenn hier ein starkes Signal ist, liefert der Plus. Und dann verstärkt die mehr und verstärkt die mehr. Und dadurch rastet das ein. Und ab einem gewissen Punkt, sobald die Resonanz ist, fängt es alles an zu schwingen, nur weil die Demodulationsdiode falsch rum drin ist. Jetzt, wo sie richtig drum ist, funktioniert das Ganze. Das Ganze ist ein schönes Radio. Stefan hat mir die Anleitung noch übersetzt. Hier ist prinzipiell der Aufbau. Und zwar Input. Es ist ja ein Oszillator, also ein Lokaloszillator. Eigentlich tut man den steuert man ein. Es kommt rein, wird gemischt. Dann hat man ZF-Verstärker und Filter. Zweiter Filter. Und ZF-Verstärker und Filter. Dann Detektor, das wäre die Diode. Und hier, das ist das Automatik-Gain-Control. Und es hat genau andersrum funktioniert, weil sie diese Diode falsch rum drin ist. Und wenn die Diode falsch rum ist, funktioniert es ja genau andersrum. Dann, je stärker das Signal ist, desto noch stärker wird es dann. Das heißt, der ist entweder an der unteren Begrenzung oder an der oberen Begrenzung, was nicht gut ist. Dann Audio-Verstärker, das ist ein IC. Und das Ganze wird mit 3 Volt versorgt. Und ja, an sich, ja, Riesendokumentation, Riesenplan. Das ist echt riesig. Ja, bin froh, jetzt funktioniert es. Ja, danke fürs Zuschauen und Stefan, danke für das Radio.